Alles wird teurer in Österreich und die Österreicherinnen und Österreicher spüren das auch ganz deutlich im Geldbörserl. Was könnte man denn Ihrer Meinung nach tun, um den einfachen Bürger sozusagen auch zu unterstützen? Ja, wie gesagt, es braucht jetzt tatsächlich eine ausgesprochen rasche Hilfe. Ich bin nicht nur Tiroler SPÖ-Chef, ich bin auch Bürgermeister bekanntlich. Und aus vielen zahlreichen Gesprächen weiß ich, dass sich die Menschen seit vielen Wochen überlegen müssen, ob sie sich den berühmten Lebensmitteleinkauf leisten können oder den Besuch an der dringend notwendigen Zapfsäule oder eben die berühmte Schulsportwoche der Kinder. Den Menschen in unserem Land, aber nicht nur den ärmeren oder schlechter verdienenden Menschen, sondern auch der Mittelschicht, wie man so schön sagt, denen steht das Wasser bis zum Hals. Und deshalb gilt es jetzt nicht taxativ aufzuzeigen, was denn alles nicht geht aus bundesgesetzlichen Möglichkeiten heraus, sondern was den Menschen möglich ist. Und deshalb habe ich am Anfang dieser Woche in Tirol einen runden Tisch gefordert gegenüber dem Landeshauptmann Platter. Und jetzt hat er heute Nachmittag dazu auch eingeladen, alle im Parlament vertretenen Parteien, zumindest in Tirol. Und wir werden nicht nur ein Tiroler Maßnahmenbündel schnüren, sondern hoffen auch, dass wir gegenüber der Bundesregierung deutlich zum Ausdruck bringen können, was aus unserer Sicht alles notwendig ist. Was sind denn Ihre wichtigsten Punkte auch für dieses angesetzte Gespräch? Die wichtigsten Punkte sind ohne Zweifel ein Benzinpreisdeckel, erstens. Zweitens die Streichung der Mehrwertsteuer auf Strom und Gas, auch wenn uns viele Wirtschaftsexperten immer wieder sagen, dass das einem Gießkannenprinzip gleichkommt. Das ist mir in diesem Moment ehrlich gesagt egal. Ich rede immer von temporären, allerdings auch raschen Lösungsansätzen. Zweitens, drittens die Aussetzung der Richtwertmietenerhöhung, das wäre ein Gebot der Stunde. Viertens die Energieunterstützungspakete analog zu Wien. In der Höhe von 50 Millionen Euro, das werde ich zumindest in Tirol fordern, damit wir da wirklich auch mit Direktzahlungen, mit buchstäblichen Überweisungen den Menschen unter die Arme greifen können. Und last but not least auch ein Sozial- und ein Klimafonds sollte eingerichtet werden, analog zu meinem lieben Freund, dem Hans-Peter Doskozili-Burgenland. Sie haben jetzt unter anderem die Aussetzung der Mehrwertsteuer hier angesprochen. Für welchen Zeitraum hätten Sie das denn angedacht? Also ich würde wirklich im Rahmen einer Nationalrats-Sondersitzung dieses Maßnahmenbündel auch in Form einer Regierungsvorlage vom Nationalrat absegnen lassen. Erstens das ehestmöglich in Kraft treten lassen und zumindest einmal im Laufe dieses zweiten Quartals nun beginnen und im dritten Quartal, sprich bis zum September hinein, wo sich die Lage aus meiner Sicht ohne Zweifel nicht entschärfen wird, jedenfalls einmal diese temporäre Phase für die nächsten 6 Monate gesetzlich Einzug halten lassen. Immer mehr soll jetzt auch auf andere Energieformen gesetzt werden. Wie finden Sie die Umsetzung im Land Tirol an sich, was die Wasserkraft und zum Beispiel die Windkraft betrifft? Ja, da sieht man ganz deutlich jetzt nach spätestens 10 Jahren schwarz-grüner Landesregierung die Auswirkungen. Wir haben uns jahrelang im Tiroler Landtag über sogenannte freie Fließwasserstrecken unterhalten. Wir haben uns jahrelang über Natura 2000 Gebiete unterhalten, also wo überall kein Wasserkraftausbau möglich ist. Geschuldet war das logischerweise dem grünen Koalitionspartner. Heute stehen wir vor dieser Tatsache, dass wir weit entfernt sind von einer Energieautonomie in Tirol, dass wir viel Zeit liegen haben lassen. Und jetzt hat Landeshauptmann Platter erkannt, dass dringend notwendig bauliche Maßnahmen im Ausbau der Wasserkraft notwendig sind. Hat in der TIWAG in uns bei unserem Landesstromversorger jetzt einen weiteren Vorstandsposten einrichten lassen. Das ist alles gut und recht. Aber wie gesagt, viel Zeit wurde liegen gelassen. Die von Ihnen angesprochene Windkraft, auch da hätte Tirol Potenzial. Das ist ein bisschen ein Thema, was man ungern anspricht. Wir hätten auch rund 85% aller Dachflächen, wo man Photovoltaikanlagen ausbauen könnte. Wie gesagt, es gibt eine Vielzahl an Studien im Bundesland Tirol. Es gibt eine Vielzahl an Lösungsansätzen ins Tun. Ins Umsetzen kam Landeshauptmann Platter mit seinem Kabinett leider nicht.